Polen 1941. Die Nazis haben das Land erobert und verwandeln es in ein riesiges Konzentrationslager. Jüdinnen und Juden werden in Ghettos gesperrt und zu Arbeitssklaven degradiert. Viele versuchen, in Werkstätten oder auch Schneidereien unterzukommen, um so ihr Leben zu retten. In Krakau etwa nähen jüdische Zwangsarbeiter in der Firma von Julius Madritsch Uniformen für die Wehrmacht. Der Betrieb gilt als kriegswichtig. Das erhöht die Chance, nicht deportiert zu werden. Mein Vater war eine Ikone, eine Hoffnung für die Menschen, die den Tod vor Augen gehabt haben. Denn alle Juden, die keine Arbeit haben, werden in Vernichtungslager transportiert. Eine grausame Logik, gegen die sich Julius Madritsch stemmt, indem er möglichst viele Juden anstellt und anderen zur Flucht verhilft. Der Madritsch für uns war wie ein Gott. Doch Madritsch rettet die Menschen nicht im Alleingang. Es helfen ihm noch zwei andere Gerechte. Der Techniker Raimund Titsch und der Polizist Oswald Bauska. Dabei haben die drei Wiener den Nationalsozialismus anfangs sogar mitgetragen. In Polen erleben sie aber die mörderische Umsetzung der Rassenideologie. Sie werden entschiedene Nazi-Gegner und bewahren bis zu 800 Juden vor dem Tod. Drei mutige Männer mit Gewissen. Dafür wurden Madritsch, Titsch und Bauska nach dem Zweiten Weltkrieg in Israel als Gerechte unter den Völkern geehrt. Bis heute stehen sie aber im Schatten des berühmten Judenretters Oskar Schindler. Und ihre abenteuerliche Geschichte ist fast vergessen. Tel Aviv. Weltweit leben nur mehr wenige, die den drei Gerechten einst in Polen begegnet sind. So wie die 93-jährige Esther Friedmann. Ihr rettet Oswald Bauska 1941 das Leben, indem er ihr im Krakauer Ghetto Papiere mit gefälschtem Geburtsdatum besorgt. Dadurch wirkt das Mädchen älter und entgeht der Ermordung. Und noch etwas hat Bauska damals zu Wege gebracht. Für einige Stunden durfte Esther das Ghetto verlassen, um ihren todkranken Vater im Spital zu besuchen. Bauska hat mir die Möglichkeit gegeben, meinen Vater ein letztes Mal zu sehen. Und das vergesse ich ihm nicht. Auch im gut 100 Kilometer entfernten Haifa wohnt jemand, der auch noch von den drei Gerechten erzählen kann. Die 95-jährige Rena Birnhack. Bis heute hält sie Julius Madritsch in Ehren, denn ohne ihn hätte sie den NS-Terror in Polen nicht überlebt. 1942 entgehen die junge Rena, ihre Schwester und ihre Eltern der Deportation und dem Tod nur aus einem Grund. Alle vier erhalten in der Firma Madritsch Arbeit. Man hat die Leute auf die Straße erschossen und wir sind so neben die Tote gegangen. Ich bin sehr dankbar dem Madritsch und dem Titsch. Die haben uns gerettet. Krakau 1940. Als Julius Madritsch hier eintrifft, ist der NS-Terror für ihn noch nicht erkennbar. Der Wiener Textilkaufmann will in der von deutschen Truppen besetzten Stadt schnell viel Geld machen. Schon im September 1939 hat die Wehrmacht binnen weniger Wochen die gesamte Westhälfte Polens erobert. Mit dem Angriff beginnt der Zweite Weltkrieg. Die östlichen Landesteile von Polen unterwirft die Sowjetunion. Westpolen wird zum sogenannten Generalgouvernement mit Krakau als Zentrum. Wehrmacht und SS brauchen billige und rechtlose Arbeitskräfte für die Kriegswirtschaft. Aber auch deutsche Geschäftsleute übernehmen polnische Betriebe. Oskar Schindler und Julius Madritsch wittern fette Profite.
An die Front will Madritsch auf keinen Fall. Er sucht einen kriegswichtigen Job, um dem Militär zu entgehen. Das gelingt im Herbst 1940. In diesem Haus wird er Verwalter der arisierten Wäschefabriken Hogo und Strassberg. Mit überwiegend jüdischen, aber auch katholischen Beschäftigten. Am Podgurschap Marktplatz Nummer 3 in Krakau. Julius Madritsch kommt wirklich nicht mit dem Gedanken, Juden zu retten. Der kommt auch nach Krakau, in das besetzte Polen, mit dem Gedanken, wo es Krieg gibt, da kann man sich schnell bereichern. Nach dem deutschen Einmarsch in Österreich wollte Madritsch der NSDAP beitreten. Doch der frühere Anhänger des autoritären Ständestaates galt als ideologisch unzuverlässig. Sein Antrag wird abgelehnt. Die Nazis verwandeln Polen in ein Exerzierfeld ihres Rassenwahns. Im März 1941 wird auch in Krakau ein Ghetto errichtet. Die im Stadtviertel Kazimierz lebenden Juden werden gewaltsam vertrieben. Sie müssen ihre Wohngegend mit katholischen Polen tauschen und auf das andere Ufer der Weichsel ziehen, in den Industriebezirk Podgursche. 15.000 Menschen werden in heillos überfüllten Quartieren zusammengepfercht. Ghettoisierung, das heißt bewachte Tore, Stacheldraht und Trennmauern. Durch die Absperrungen steht das Madritsch-Betriebsgebäude plötzlich direkt an der Ghetto-Grenze. Mit seiner Belegschaft hat mein Vater dann erfahren, was dieses Regime vorhat und wie die SS und die Gestapo agieren. Die NS-Behörden sperren die beiden Betriebe zu, die Madritsch verwaltet hat. Er gründet daher eine eigene Textilfabrik für Damen- und Herrenbekleidung und holt die arbeitslos gewordenen Juden in seinen Betrieb. Denn nur wer einen Job hat, ist vor Verfolgung einigermaßen sicher. Ende April 1941 muss er doch noch einrücken. Vertretungshalber übernimmt der Geschäftsmann Heinz Bayer den Betrieb. Die Lage der jüdischen Bevölkerung in Krakau lässt Madritsch aber keine Ruhe. Bei einem Besuch bekommt er brutale Deportationen im Umfeld seiner Beschäftigten mit. Mein Vater ist durch die erlebten Gräuel in Zivilcourage und Menschlichkeit hineingewachsen. Der sieht, seine Mitarbeiter sind doch Menschen und beschließt, ihnen zu helfen. Im Sommer 1942 endet Madritschs Militärdienst in Wien. Er kehrt nach Polen zurück. Mittlerweile führt die Wehrmacht auch gegen die Sowjetunion Krieg und die Judenvernichtung ist voll im Gang. Deshalb gründet Madritsch in Tarnow, 90 Kilometer östlich von Krakau, eine Filiale. Er will noch mehr Juden in seiner Firma unterbringen, um sie zu schützen. Seine Frau und seine beiden Söhne hat er in Wien gelassen. Er hat das Gefühl gehabt, die sind in Sicherheit und ich kann mich da jetzt dem widmen, was ich tun muss. Das Generalgouvernement eignet sich auch für die NS-Rassenforschung. Körpervergleiche sollen die Unterschiede zwischen der sogenannten deutschen Herrenrasse und vermeintlichen jüdisch-polnischen Untermenschen belegen. Jochbein 11-9. Der Propagandafilm zeigt, worum es hier geht. Jochbeinbreite 11-2. Diese Wahnvorstellung wollen Dora Kalich und Elfriede Fliedmann, zwei österreichische Nazi-Anthropologinnen, untermauern. Mit einer Studie in Tarnow, wo 30.000 Juden leben. Die ehrgeizigen Forscherinnen fordern dazu bei der SS 100 jüdische Testfamilien an. Eltern und Kinder müssen sich vermessen und katalogisieren lassen.
Wir mussten uns dabei auch ausziehen, dass wir uns innerhalb der Familie gegenseitig nackt gesehen haben und dabei noch fotografiert worden sind, war für uns eine schreckliche Sünde. Karlich und Fliedmann kümmert das nicht. Anhand der Namenslisten ziehen sie ihre Studie durch. Obwohl sie wussten, dass in wenigen Wochen die Leute wahrscheinlich deportiert werden, haben sie dieses Projekt vorangetrieben, um möglichst noch rasch hier ihr Material zusammenzubekommen. Am 11. Juni 1942 beginnt die Deportation der Tarnower Juden. Tausende werden am Stadtplatz zusammengetrieben, bevor man sie ins Vernichtungslager Belzec abtransportiert. Viele hat man an diesem Tag gleich in den Straßen getötet. Wenn sie keine Patronen mehr hatten, warfen sie die Leute vom Balkon hinunter. Und sie hatten Äxte und Bajonette dabei, weil die Munition an dem besagten Tag knapp war. Bis Ende 1942 bringen die Nazis 80% der Tarnower Juden um. Verschont wird nur, wer in einem kriegswichtigen Betrieb wie dem von Madrid tätig ist. Erschreckend ist das Schicksal der 565 Personen, die vermessen wurden. Margit Berner hat für eine Ausstellung rekonstruiert, dass nur 26 überlebt haben. 3 von ihnen arbeiteten für Madrid. Die Begleitumstände ihrer Pseudoforschung blenden Fliedmann und Karlich aus. Die beiden schicken sich Fotoalben von ihrem Aufenthalt in Tarnow und dann schreibt die Fliedmann an die Karlich nach Wien: Unser Material hat jetzt eigentlich schon Seltenheitswert. Julius Madrid ist das Schicksal schutzloser Menschen nicht egal. Ähnlich denkt ein Neuzugang in der Firma. Der 45-jährige Wiener Metalltechniker Raimund Titsch. Mein Großvater war durchaus überzeugter Sozialist. Er war nie ein Hitler-Anhänger, aber er war natürlich schon auch, wie viele Leute, beeindruckt. Arbeit gab es auf einmal. Ne? Wie er dann allerdings nach Polen gekommen ist und dort gesehen hat, wie ungehemmt die Nationalsozialisten dort herrschen, ja, ist seine Stimmung total gegen die Nazis gekippt. Titsch freundet sich mit Madrid an und wird dessen Stellvertreter. Mit dabei seine Tochter Gertrude, die in Krakau als Lehrerin arbeitet. Madrid und ihr Vater besorgen bald 300 Nähmaschinen, um knapp 1000 Menschen zusätzlich anstellen zu können. Die Hauptsache dabei ist Lebensrettung. Rund 60% der Madrid-Beschäftigten haben vom Schneidern keine Ahnung. Jene, die das Handwerk beherrschen, müssen umso schneller arbeiten, um die Produktionsvorgaben der Wehrmacht und anderer Auftraggeber zu erfüllen. Zeitweise beschäftigt Madrid in Krakau in der Zentrale sowie in Tarnow und Umgebung über 2000 Personen. Also deutlich mehr als Oskar Schindler, der in seinem Unternehmen Kochgeschirr herstellt. Menschliche Arbeitsbedingungen sind Madrid und Titsch wichtig. Bei Stofflieferungen schmuggeln sie auch Medikamente in den Betrieb. Und sie lassen nach jüdischen Speisevorschriften kochen. Sicherlich dieses koschere Essen lag daran, dass er schon seine Belegschaft, die Juden, absolut respektvoll behandelt hatte. Madrid und Titsch rüsten sogar ein Firmenfußballteam mit Dressen aus. Gegenüber der SS begründen sie ihre Fürsorge so: Zufriedene Arbeiter tragen zum Endsieg bei. Den hat der Polizist Oswald Boska längst abgeschrieben. Als Vizekommandant der Krakauer Ghettowache darf sich Boska den Systemwiderstand aber nicht anmerken lassen. Er hat einen sehr rauen, lauten
herrschenden Umgangston gehabt und man hat gedacht, er ist ein ganz wilder Nazi. Tatsächlich hat er aber den unterdrückten Menschen damals bereits geholfen. Indem sich der SS-Mann bei Anwesenheitskontrollen absichtlich verzählt und keinen Alarm schlägt, wenn Arbeiter bei der abendlichen Rückkehr ins Ghetto fehlen. Er hat sich um 180 Grad gedreht und radikal das durchgezogen, was er für das Richtige gehalten hat. Das tut Bauska schon in jungen Jahren. Nach der Handelsakademie nimmt er Reißaus und schlägt sich mit zwei Freunden in die Türkei durch. Nach seiner Rückkehr geht Bauska zur Wiener Polizei. 1931 heiratet er eine Polizistentochter. Doch bereits 1934 steht die Scheidung ins Haus. Seine Tochter ist da knapp 3 Jahre alt. Bauska wohnt damals in der Wiener Sobieski-Gasse und sympathisiert mit der NSDAP. Oswald Bauska war schon vor 1938 bei der illegalen NSDAP und er wurde 1940 nach Krakau versetzt. Hier führen ihn Verfolgung und Elend der Juden in den Widerstand. Bauskas Sinneswandel hat auch mit seiner jüdischen Geliebten zu tun, die er noch vor Errichtung des Ghettos kennenlernt. Sie heißt Bronja Lipschitz und ist Verkäuferin. Ich kann mich ausgezeichnet an Bronja erinnern, weil ich mit ihr verwandt war. Sie hatte lockiges Haar, ähnlich meiner Haarfarbe, und ein rundes Gesicht. Wirklich auffällig waren jedoch ihre wunderbaren blauen Augen. Sie war kein besonders hübsches Mädel, aber sie war sehr sympathisch. Die Beziehung zu einer Jüdin ist deutschen Soldaten und SS-Leuten strengstens verboten. Bauska riskiert es trotzdem. Er hat sie sehr geliebt. Und er war der erste Mann in ihrem Leben. Sie war ganz verrückt nach ihm. Er sagte sogar, dass er sie nach Wien mitnehmen würde und sie retten will. Was für eine verrückte Liebe. Aber Bronja sagte, dass sie ihre Mutter und ihre Schwester nicht zurücklassen könne. Und sie dachte, dass Bauska die ganze Zeit helfen könne. Im März 1943 steht das Krakauer Ghetto vor der Räumung. Bauska erfährt, dass alle jüdischen Kinder, die noch nicht arbeitsfähig sind, ermordet werden sollen. Damit schweben auch die Kinder der Madritsch-Beschäftigten in höchster Gefahr. Bauska will sie unbedingt retten. Seinen gefährlichen Plan hat der polnische Scheunenmaler Arkadiusz Andrejkow in einem Gedenkbild festgehalten. Bauska will bedrohte Familien in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus dem Ghetto schleusen und in die Firma Madritsch lotsen. Die Idee war, dass man den Eindruck erweckt, als ob die auszusiedelnden Juden und Jüdinnen in Judesäcken ihre Habseligkeiten mithaben. In Wahrheit sind in den Rucksäcken und geschulterten Kartoffelsäcken kleine Kinder versteckt gewesen. Man gab ihnen Schlafmittel zur Betäubung, damit sie keine Geräusche machen und die Befreiungsaktion nicht verraten. Die Schlafmittel stammen vom polnischen Ghetto-Apotheker Tadeusz Pankiewicz. An der Aktion beteiligt ist auch Raimund Titschs Tochter Gertrude. Meine Tante hat auch Kinder aus dem Ghetto geschmuggelt. Es war natürlich ein großes Risiko für die Kinder und für die Leute, die die Kinder rausgeschmuggelt haben. Die waghalsige Aktion gelingt. In der Firma Madritsch können die Flüchtlinge aber nicht lange bleiben. Etliche Kinder werden daher bei polnischen Pflegeeltern untergebracht, andere mit ihren Müttern in der Tarnower Filiale versteckt. Gertrude Titsch übergibt ihrerseits Kinder an polnische Widerstandskämpfer. Diese schleusen die Kleinen über Ostseehäfen ins neutrale Schweden. Sie haben das irgendwie nervlich durchgehalten,
Wie, weiß ich nicht genau. Aber es war sicher für sie eine immense Belastung. Nach der Kinderrettung geht Bauskas Fluchthilfe Richtung Tarnow noch 10 Tage weiter. Nun kümmert er sich um Menschen, die sich während der Ghetto-Räumung in Kellern versteckt hatten. Bauska, seine Helfer und Madritsch bringen in Summe hunderte Personen aus der Todeszone. Viele können sich über die Slowakei nach Ungarn durchschlagen. Dort gibt es 1943 noch keine Judendeportationen. Tausende andere Ghettobewohner und der Großteil der Madritsch-Juden können aber nicht fliehen. Alle, die Bauska nicht retten konnte, kommen in das neue KZ Plaschow. Hier landen auch Esther Friedmann, Bronja Lipschitz und deren Familie. Das Lager Plaschow am Stadtrand von Krakau ist berüchtigt. Geführt wird es vom Wiener Amon Goeth, einem blutrünstigen Psychopathen. In dieser Villa hat Goeth damals gewohnt. Vor kurzem wurde sie von einem Privatmann gekauft und renoviert. Innenaufnahmen waren daher nicht erlaubt. Erhalten geblieben ist auch noch dieses Verwaltungsgebäude. Aus einem der Fenster hat Goeth immer wieder Häftlinge am Gelände erschossen. Wo sich einst die Hinrichtungsstätte befand, steht heute ein monumentales Denkmal. Die umliegenden Wiesen dienen als Naherholungsgebiet. Geht man durchs Gelände, stößt man noch auf Grabsteine. Denn Plaschow wurde 1942 auf einem jüdischen Friedhof errichtet. Die Nazis ließen die Häftlinge die Leichen ausgraben. Und die Grabsteine wurden dazu verwendet, die Lagerstraßen zu bepflastern. Die deportierten Madritsch-Juden sind in eine Todeszone geraten. Wir mussten jeden Morgen mit 20.000 Leuten auf dem Appellplatz stehen. Und dieser Mann, Amon Goeth, konnte da ohne Grund wahllos Menschen töten. Eines kann Madritsch aber erwirken. Seine Leute dürfen nach dem Morgenappell unter Bewachung weiter in die alte Firma zur Arbeit gehen. Doch er merkt bald, dass die SS Privatfirmen verdrängen möchte und Zwangsarbeiter nur mehr in KZ-Betrieben am Leben lassen will. Das Interessante bei Julius Madritsch war, dass er nicht aufgegeben hat, sondern dass er sagt, okay, dann gehe ich auch ins KZ. Mit meinem Betrieb, sozusagen in die Höhle des Löwen. Um die Betriebsgenehmigung in Plaschow muss Madritsch aber monatelang kämpfen. Erst als er Amon Goeth und anderen korrupten SS-Mördern viel Schmiergeld zahlt, darf er 5 Werkstattbaracken errichten. Teil der Abmachung mit Goeth ist, dass seine Arbeitskräfte mehr zu essen bekommen als dünne Suppe und Brot mit Sägemehl wie die anderen Häftlinge. Madritsch schafft richtiges Brot heran, auch Marmelade und Eier. Argwöhnischen Beobachtern erklärt er, die Zusatzverpflegung sei eine Leistungsprämie. Das Brot haben wir die ganze Zeit in den Händen gehalten. Wenn wir schlafen gegangen sind, haben wir das Brot mit ins Bett genommen. Der Tisch hat wirklich sehr viel gemacht, hat sich interessiert für jeden. Wie geht's dir? Wie geht deine Eltern? Hast du Hunger? Das hat man gespürt persönlich, dass er kümmert sich um uns, für die Arbeit, um das Essen. Die Zusatzverpflegung für seine Arbeitskräfte in Plaschow deckt Madritsch aus seinem Betriebsgewinn und durch Schwarzmarktgeschäfte. Goeth und andere hält man wiederum mit weiteren Bestechungsgeldern und maßgeschneiderter Bekleidung bei Laune. So hat die ganze Bestechung funktioniert und wir hatten einen gewissen Schutz, solange wir für Madritsch gearbeitet haben. Madritsch war ein wunderbarer Mensch. Am 4. August 1943 feiert Madritsch Geburtstag.
Das Fotoalbum ist ein Geschenk seiner Beschäftigten, die sich als seine treueste Gefolgschaft bezeichnen. Ein wichtiges Erinnerungsstück ist es auch für Sohn Gerhard. Aufgenommen wurden die Fotos noch in der Ghetto-Schneiderei, als die Hoffnung zu überleben noch existierte. Als Julius Madritsch diese personifizierte Hoffnung war. Er hat vertraut, dass er nicht auffliegt, und die anderen haben gehofft, dass sie überleben. Und alle haben gewusst, es gibt ein Vernichtungslager. Anfang September 1943 werden Madritsch und Titsch zu einem Abendessen in die Goethe-Villa geladen. Bei der Begrüßung erzählt Goethe, dass er im Morgengrauen das Ghetto in Tarnow räumen wird. Umgehend will Madritsch seine Leute in der dortigen Filiale warnen. Doch er und Titsch werden bewacht, um genau das zu verhindern. Erst um 5 Uhr früh sind sie wieder frei. Madritsch rast mit seinem Auto nach Tarnow. SS- und Polizeieinheiten haben bereits 6000 Juden zusammengetrieben. Goethe führt das Kommando. Madritsch ersucht ihn, seine 800 Tarnower Arbeiter zu verschonen. Die Intervention zeigt Wirkung. Die Madritsch-Beschäftigten landen in einer Gruppe von 2000 Personen, die abgesondert werden. Sie mussten auf dem Marktplatz antreten mit Plaketten von ihren Firmen und sind dann nach Plaschow deportiert worden. Und darunter waren eben auch die Männer und Frauen, die bei Julius Madritsch gearbeitet haben. Meine Schwester und ich waren nach Plaschow unterwegs. Und meine Tante auch. Sie hatte ihre Tochter im Rucksack. Zu dieser Zeit war der berüchtigte Plaschow-Kommandant Goethe am Bahnhof. Das Baby muss angefangen haben zu weinen. Da hat er einfach seine Pistole gezogen und meiner Tante in den Rücken geschossen. Goethe tötet in Tarnow bis zu 90 Frauen und Kinder. Die restlichen 4000 Juden der Stadt werden in Auschwitz ermordet. Die Gewaltorgie in Tarnow sorgt bei Madritsch und Titsch erneut für enormen psychischen Stress. Beide verachten Amon Goethe. Trotzdem müssen sie ihm Regimetreue vorgaukeln. Man musste so tun, als ob man ohnehin auf der Seite derer, die die Juden unterdrücken, ausbeuten und letztlich vernichten wollen, steht. Bei einer Essenseinladung erlebt Hitsch, wie Goethe ausrastet und hinterm Haus einen jüdischen Koch erschießt. Nur deshalb, weil die Suppe seiner Meinung nach zu heiß war. Titsch ist geschockt. Wie kann man die Mordlust des Kommandanten einbremsen? Raimund Titsch probiert es mit stundenlangen Schachpartien, die er häufig gewinnt. Der Herr Goethe hat diese Verluste beim Schachspielen meinem Großvater gegenüber freundlich lächelnd hingenommen. Ist aber dann bei der Rückkehr ins KZ, hat er sein Gewehr geholt und hat ein paar Juden erschossen, ne? Aus Wut darüber. Titsch ändert daher seine Spielweise. Er bemüht sich nun, kunstvoll zu verlieren, um Goethe keinen Anlass für weitere Erschießungen zu liefern. Das war ihm ein Tanz auf Messerschneide, ne? Das hat seine Nerven schon hergenommen. Und mein Großvater hat dann nach dem Krieg kaum mehr Schach gespielt. Ne? Amon Goethe hat Titsch aber offenbar vertraut. Sonst hätte er sich nicht von ihm nach Dienstschluss fotografieren lassen. Der Massenmörder in Sommerlaune. Keiner merkt, dass Titsch im Lauf der Zeit das gesamte Konzentrationslager ablichtet. Die Nachwelt verdankt ihm, dass der Terror in Plaschow festgehalten wurde.
Titsch bleibt unbehelligt und hat als Schachpartner des Lagerleiters Einfluss. Das Verköstigen der Arbeiter und so weiter, nicht? Das war, wie gesagt, der SS ja ein Dorn im Auge. Nicht? Aber mein Großvater konnte den Amon Göth, und der war die Schlüsselfigur in der Angelegenheit, davon überzeugen, dass das absolut notwendig war. Im Frühjahr 1944 befindet sich Oswald Boska in einer verzweifelten Lage. Er lässt seiner Geliebten in Plaschow noch Briefe und Essen zukommen. Mehr kann er für sie aber nicht tun. Außerdem fürchtet er, dass er zum Kampf gegen die vorrückende Rote Armee eingezogen wird. Mit Hilfe von Apotheker Pankiewicz täuscht er daher seine Dienstunfähigkeit vor. Indem er sich Medikamente initiiert hat, die hohes Fieber hervorgerufen haben. Er hat Geschwüre bekommen und ist auf die Art und Weise dann einmal vom Dienst abgezogen worden. Doch die Ärzte unternehmen alles, um Boska zu kurieren. Ab einem bestimmten Punkt war für Oswald Boska offensichtlich klar, ich muss untertauchen. Das heißt, er muss vertrauen auf seine Kontakte zum polnischen Untergrund. Boska versteckt sich in Radziszów, südwestlich von Krakau, bei einer Frau namens Lucia Pawlak. Doch man ist ihm bald auf den Fersen. Mitte August 1944 wird er von einem Einsatzkommando gefasst. Boska landet im berüchtigten Monte-Lupich-Gefängnis von Krakau. Seine Fluchthelferin wird ebenfalls festgenommen. Ich weiß aus den Erinnerungen meiner Großmutter, dass Lucia Pawlak samt Familie von einem deutschen Polizeitrupp abgeführt wurde und sie nie hierher zurückgekehrt ist. Daher kann man davon ausgehen, dass die Pawlaks den Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich nicht überlebt haben. Fünf Tage nach seiner Verhaftung wird Boska der Prozess gemacht. Die Anklage lautet auf Fahnenflucht, Hochverrat und militärischen Ungehorsam. Darauf steht die Todesstrafe. Das Konzentrationslager Großrosen im ehemals deutschen Niederschlesien, heute polnisches Staatsgebiet. Hier sollte Boskas Leben enden. Zum Todesurteil dürfte ein Brief beigetragen haben, den man bei Lucia Pawlak gefunden hatte. Darin schreibt ihr Boska, dass er als Nazi-Gegner und österreichischer Patriot hofft, dass Polen bald befreit wird. In den Morgenstunden des 18. September 1944 bringt man ihn zu einer Böschung beim Lagerzaun. Die Nachricht der Hinrichtung dringt bald nach Krakau. Seine Geliebte Bronja Lipschitz erfährt davon im KZ Plaschow. Sie war komplett gebrochen, nachdem man ihr gesagt hatte, dass er getötet worden ist. Sie ist dann weinend dagesessen und hat ihre Geschichte mit Boska erzählt. Danach habe ich Bronja nicht mehr gesehen. Sie verschwand in irgendeinem Transport nach Auschwitz oder Treblinka. Im Frühjahr 1944 kann die Wehrmacht die Westoffensive der Sowjetarmee nicht mehr stoppen. Gleichzeitig kommt der Befehl, das KZ Plaschow niederzureißen, um die Spuren des Massenmordes zu beseitigen. Dadurch droht den Madritsch-Arbeitern jedoch die Deportation in andere Todeslager. Um seine Leute vor der Ermordung zu retten, braucht Madritsch einen neuen Firmenstandort. Seine Wahl fällt auf eine kleine Stadt in Niederösterreich. Wie die Russen näher gerückt sind, war schon längst geplant, dass er sein ganzes Unternehmen nach Drosendorf verlagern will. Anfang Juli liegt die Erlaubnis für den Umzug vor. Doch die Übernahme des Firmenareals verzögert sich. Der Plan scheitert.
Daher will er Firma und Personal in die Tschechoslowakei verlagern. Gemeinsam mit Oskar Schindler, der dort statt Emailgeschirr nun kriegswichtige Granathülsen erzeugen will. Für diese Übersiedlung bekommt Madritsch aber keine Genehmigung. Man hat von Berlin aus mitgeteilt, dass das Uniformschneidern keine kriegswichtige Angelegenheit mehr ist, denn kämpfen kann man auch ohne Uniform, zivil. Dazu kommt, dass die SS in Brünnlitz bereits eine eigene Uniformfabrik hatte und keine Konkurrenz durch die Firma Madritsch wollte. Wesentlich ist, dass er einfach keine Möglichkeit mehr gehabt hat, die Leute zu beschäftigen. Das ist der große Unterschied zu den Möglichkeiten von Schindler, der also echte Waffen produziert hat. Madritsch kann seine 1600 Arbeiter in Plaschow nicht mehr retten. Sie werden ab August 1944 deportiert. Nach Auschwitz, Großrosen und Mauthausen. Von den letzten Madritsch-Juden, die in Plaschow noch Aufräumarbeiten erledigen, nimmt Schindler 60 nach Brünnlitz mit. Um die entsprechende Namensliste kümmert sich Raimund Hitsch. Dazu Julius Madritsch 1983 in einem Tonbandinterview. Da habe ich dem Hitsch gesagt und dem Schindler: Du, lieber Schindler, sei so gut, machst, dass sie da mitkommen können, wenigstens einen Teil meiner Leute, dass sie auch noch in die Produktion von dir hineinkommen, damit sie auch mehr Chancen haben, gerettet zu werden. So gelangt auch die Familie von Rena Birnhack, die mit Mädchennamen Wohlfeiler geheißen hat, auf Schindlers legendäre Liste. In seiner Fabrik übersteht sie die Endphase des Krieges. Das wir haben da überlebt, zu verdanken dem Tisch und auch dem Madritsch und später dem Schindler. Durch die Ermittlungen gegen Oswald Boska gerät auch Madritsch ins Visier der Gestapo. Mein Großvater, meine Tante, auch der Herr Madritsch natürlich, haben alle ein Leben am Limit geführt. Es war damals äußerst gefährlich. Zum Schluss waren sie schon sehr, alle diese Leute schon sehr unter Beobachtung. Anfang November 1944 wird Madritsch in Krakau festgenommen. Er landet zuerst im Montelupich-Gefängnis und dann in einer Gestapo-Zelle in Berlin. Mein Vater ist verhaftet worden, weil in einer Liste des polnischen Untergrunds sein Name aufgeschienen ist. Madritsch droht, die Kinderrettung im Krakauer Ghetto zum Verhängnis zu werden. Seine deutsche Sekretärin Anneliese Pipkora kann aber wichtige NS-Fürsprecher einschalten. Viele haben von Madritsch hin und wieder Schweigegeld erhalten. Aus Selbstschutz verbürgen sie sich nun für ihn. Nach 12 Tagen Einzelhaft kommt er frei. Das Kriegsende erlebt Madritsch als Zivilist in Niederösterreich. Bald darauf arbeitet er im Auftrag der Wiener Stadtverwaltung für den Wiederaufbau. Madritsch findet sich auch im zerbombten Wien schnell zurecht. 1946 verfasst er die autobiografische Broschüre Menschen in Not. Sie beschreibt seine Hilfsaktionen für polnische Juden. Madritsch will gerüstet sein, falls man ihn wegen seiner KZ-Firma als Kollaborateur beschuldigen sollte. Es haben sich aber dann viele nach dem Krieg gefunden, die bewiesen haben, dass er Menschen in Polen gerettet hat. Diese Geretteten und vor allem jene, die auch Mauthausen überlebt haben, machen sich nach dem Krieg für ihren ehemaligen Chef stark. Madritsch ist mehrmals eingeschritten, als die SS in Plaschow auch Arbeiter aus seiner Fabrik in den Tod schicken wollte. Er kam und es ist ihm zu verdanken, dass seine Leute wieder von der Liste der SS-Ärzte gestrichen wurden.
Es gibt aber auch KZ-Überlebende, die Madritsch vorhalten, er habe sie in Plaschow im Stich gelassen. In dieser eidesstattlichen Erklärung verteidigt ihn Titsch als tapferen Wohltäter. Doch der Vorwurf macht Madritsch zu schaffen. Er hat wegen der schrecklichen Ereignisse in Polen Albträume. Zusammengefasst könnte man sagen, er hat eine psychische Störung dort erlitten und war nicht mehr der gleiche Mensch wie vor dem Krieg. Wie andere Nazi-Massenmörder landet auch Amon Göth in der frühen Nachkriegszeit am Galgen. Er wird 1946 in Polen zum Tode verurteilt und gehängt. In Österreich lässt der Kalte Krieg die Verfolgung der NS-Täter frühzeitig erlahmen. Zudem buhlen SPÖ und ÖVP um die Stimmen ehemaliger Nazis. Die NS-Opfer hingegen kämpfen mit ihren Traumata und ihrem Schmerz. Die wenigen Judenretter halten sich mit Selbstlob zurück. Das gilt auch für Raimund Titsch. Er ist wieder in seinem Vorkriegsjob als Werkstättenleiter einer Metallfirma tätig und wohnt in Wien-Hitzing. Mein Großvater war sicher ein stiller Held, weil es waren natürlich damals noch immer genug Leute in der Bevölkerung, die durchaus auf der Nazi-Seite mitgewirkt haben. Und es war eigentlich nicht erwünscht, da großartig irgendwie an diese Zeiten zu erinnern. Auch beim Opferfürsorgegesetz vergisst die Nachkriegspolitik auf Nazi-Gegner wie Oswald Boska. Jemand wie Oswald Boska hat zu keiner politischen Widerstandsorganisation gehört und er hat nicht einmal in Österreich gewirkt. Es war daher nicht vorgesehen, dass so jemand wie er geehrt wird oder dass seine Angehörigen dann auch unterstützt werden. Boskas Ex-Frau geht daher finanziell leer aus. Sie und ihre Tochter denken aber nicht nur deshalb ungern an ihn zurück. In der familiären Wahrnehmung zählt der Schmerz der Scheidung mehr als seine mutige Leistung als Widerstandskämpfer. Bei Julius Madritsch reduziert sich die heile Welt auf Familienfotos. Er ist zwar mit einer Textilhandelsfirma erfolgreich, mental jedoch angeschlagen. Aber auch enttäuscht, dass man seine Verdienste nicht würdigt, wo ihm doch Holocaust-Überlebende Dankesbriefe schicken. Heute noch von Australien, von Kanada, überall Briefe bekomme ich zu Weihnachten und Neujahr. Wir danken Ihnen, lieber Madritsch. Sie waren der Engel in Plaschow. Etliche der von Madritsch Geretteten fahren bis in die 60er Jahre nach Wien, um sich bei ihm zu bedanken. Die Söhne haben andere Eindrücke vom Vater. Von sich aus hat er uns eigentlich nie was erzählt. Und das Gefühl von mir und meinem Bruder war, er ist ein ziemlich verhärteter Mensch. Uns gegenüber jedenfalls gewesen. Dann wieder, wenn Besuche hier waren und eben die Erinnerungen ausgetauscht worden sind, ist wieder in mir jedenfalls das Gefühl eines Stolzes aufgekommen. Das war das Dilemma. Rena Birnhack kommt nach Wien, um ein schweres Rückenleiden behandeln zu lassen. Sie trifft auch Madritsch und lädt ihn später nach Israel ein. Eine völkerverbindende Freundschaft entsteht, an die sich ihr Sohn erinnert. Es war doch sehr mutig und tapfer von beiden Seiten, sich zu begegnen. Weil nicht jeder mochte, was der Titsch und der Madritsch gemacht haben. Die galten, wenn ich's nicht übertreibe, sogar in manchen Kreisen als Verräter. Titsch fürchtet sich vor der SS-Veteranenorganisation Odessa und hält seine KZ-Fotos bis 1963 versteckt.
Für die Rettung vieler Juden vor der Vernichtung werden Titsch und Madritsch erst 1964 gewürdigt. Jedoch nicht von Österreich, sondern von Israel, in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Bis heute erinnern Namenstafeln daran, wo Madritsch und Titsch beim Festakt jeweils einen Baum pflanzen durften. Danach sind die beiden und Boska posthum, auf der Tafel wird er Bosko genannt, als Gerechte unter den Völkern geehrt worden. Somit haben sie die höchste Auszeichnung erhalten, die Israel an Nichtjuden vergibt, die während der NS-Zeit unter Lebensgefahr und ohne Gegenleistung Juden gerettet haben. Dass es gelungen ist, Menschen, Verfolgte zu retten, war eine Beschämung für all die, die immer wieder gesagt haben, man konnte ja nichts machen. 1967 folgt die späte Genugtuung. Für Madritsch und Titsch gibt es in Wien einen diplomatischen Festakt. Endlich nimmt nun auch das offizielle Österreich die beiden wahr. Raimund Titsch, schon länger herzkrank, stirbt ein knappes Jahr später. ...1971 kommt es im Hause Madritsch nach Jahren der Entfremdung zum großen Zerwürfnis. Er lässt sich von seiner Frau Charlotte scheiden, zieht aus und heiratet erneut. Der Eindruck vom Ehezerstörer überlagert für lange Zeit den Respekt, den man für den Vater wegen seiner Courage in Polen hatte. In den frühen 80er Jahren beginnt man sich international für Madritsch, Titsch und Boska zu interessieren. Denn sie tauchen als Nebenfiguren in Thomas Kenneallys Tatsachenroman Schindlers Liste auf. Das Buch ist ein Bestseller. Auch Julius Madritsch wird darin gewürdigt. Kurz bevor er 1984 an Krebs stirbt. Der Spielfilm, mit dem Steven Spielberg Oskar Schindler ein Denkmal gesetzt hat, erscheint 1993. Seither stehen die drei Gerechten völlig in Schatten der von Liam Neeson gespielten Filmfigur. Oskar Schindler konnte gegen Kriegsende als großer Lebensretter glänzen. Madritsch und Titsch blieb das verwehrt. Boska war zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Oswald Boska war ein Held, weil er trotz des großen Risikos für ihn in der Lage war, denen zu helfen, die sich in noch größerer Gefahr befunden haben als er. Die waren Judenretter. Und wenn die haben noch Familie, die sollen stolz sein, dass in dieser Zeit waren noch solche Menschen wie Titsch und Madritsch. Das, was Julius Madritsch und sein Rettungsnetzwerk gemacht hat, ist durchaus vergleichbar mit dem, was Oskar Schindler gelungen ist. Und deswegen halte ich es sehr wichtig, dass man gerade auch aus Österreich ein bisschen mehr macht, um diese Personen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Nach einer Anregung der Menschen- und Mächte-Redaktion will die Stadt Wien drei Gemeindebauten nach den drei Gerechten benennen. Und zwar in den Bezirken, wo sie hauptsächlich gelebt haben. In Wien-Erdberg soll diese Wohnhausanlage in der Drorigasse nach Julius Madritsch benannt werden. In Wien-Hietzing dieser Gemeindebau in der Wattmanngasse nach Raimund Titsch. Ob in Wien-Alsergrund dieser Wohnkomplex in der Dorseegasse nach Oswald Boska benannt wird, ist noch Teil einer intensiven Debatte.